Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Wir stehen hier gerade vom Eintrachtstadion in Braunschweig, denn heute findet ab 11 Uhr das 100 Jahre Eintrachtstadion-Event statt. Ich werde euch heute einfach mal ein paar Eindrücke geben, die für mich interessant werden können, und ja, dann viel Spaß. So, Leute, in wenigen Minuten wird wieder Platz der 67er eingeweiht. Wir sind schon mal hier und das Ganze schauen wir uns dann auf jeden Fall gleich mal an. Mittlerweile sind auch einige Leute vor Ort, wie man sehen kann. Also es ist richtig, richtig geil. Richtig cool auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie es gleich werden wird. Bleibt dran. Ich bin ein Kind dieser Stadt. Und auch wenn ich erst nach 1967 die blau-gelbe Luft schnuppern durfte, weil ich erst später geboren wurde, bin ich mit euren Spielen, Erfolgen und euren Namen groß geworden. Und genau deswegen möchte ich alle Namen an dieser Stelle einmal verlesen. Jeden einzelnen Namen. Helmut Johansen. Peter Karg. Genau. Lothar Ulser. Joachim Wege, Wolfgang Mack, Jürgen Moll, Wolfgang Simon, Werner Wiener, Erich Mahn, Heinz Patrick, Klaus Berlin, Wolfgang Glück, Gerd Zaborowski, Wolfgang Krase, Johannes Wetter, Horst Wolter, Walter Schmidt, Wolf Rüdiger Krause, Michael Kohlester und Klaus Meyer. Obere 67er. Das war unser BTSV, deutscher Meister, deutscher Meister, in den Farben Gelb und Blau. 1967, das war unser BTSV. Unser Verein hat euch so viel zu verdanken und wir verleihen diesem Platz hier heute vollkommen zu Recht den Namen der 67er. Ich wünsche unserer aktuellen Mannschaft, unserer Eintracht, dass in der neuen Saison eine Saison abgespult wird, wo wir alle kein Herzklopfen brauchen, wo Abstiegssorgen kein Thema mehr sind und wo der Verein im grünen Papa ist. Und davon bin ich überzeugt, ihr werdet doch dazu wieder beitragen. Und deshalb erlaube ich mir, für die damals mit uns alt gewordenen und für euch noch einmal ein paar Worte zu sagen. Die letzten Tränen sind geweint. Wir waren so wunderbar vereint. Wir auf dem Platz, wir auf den Rängen, wir mit dem Ball, ihr mit Gesängen. Deutscher Meister, stark und mächtig. War unsere Zeit, war 67. Zum offiziellen Enthüllungsakt Herr Dr. Komlum, sehr gut, es geht los. Das Schild am Busch und so. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, Leute, jetzt sind wir am Stadion und wir haben soeben eine wunderschöne Eintrittskarte bekommen. Richtig, richtig geil. Ich bin happy. Lasst es weitermachen. So, Leute, jetzt bin ich hier im Stadion und jetzt gibt es eine Stadion-Entdeckungstour. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es werden wird, und let's go. So genial, Leute, einfach in den Katakomben des Eintrachtstadions. Es ist unfassbar. So einen Einblick kriegst du nie wieder. Es ist ja unfassbar genial.
krassen Einblicke, die kriegt man nie wieder. Das ist so genial. Krass, 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 ey. Das ist die Gästekabine. Die Gästekabine. Genial. Ich hab auch nicht viel zu essen. Nee. Und ab geht's da oben. Dankeschön. So. Unfassbar. Ey. Mit. Wir machen erstmal die Entdeckungstür weiter. Da kommen so viele Spiele, da können wir gar nicht mehr. Und jetzt geht's ab in den Presseraum. Let's go. So Leute, jetzt geht's in die Business-Bereiche. Hey! Und dann war das auch nicht. Krass, 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 ey. Also manche Bereiche kenne ich natürlich schon, weil ich schon mal eine Stadionführung mitgemacht habe, aber es ist immer wieder geil hier zu sein, ohne Witz. Und jetzt geht's raus ins Stadion, in unseren geliebten Tempel. Das, was sie vorher hingestellt haben. Ach du meine Güte, das ist eine fette Stange. Und gerade bei der Wärme darf man nicht vergessen, etwas zu trinken an der Stelle. Ja, merkwürdig, ne? Immer das Wasser, ne? Wie viel ist es? Genial. Okay, du musst nach links. Ja, ja, ja. Alter, was für eine geile Optik, ey. Richtig geil, ey. Richtig geil. So, mittlerweile bin ich wieder zu Hause angekommen. Ich wollte eigentlich noch das Traditionsspiel von Eintracht gegen Magdeburg filmen, aber da dort die ganze Zeit durchgehend vom Stadionsprecher mitkommentiert wurde und der Sound einfach viel zu laut war, hätte man das im Video auf gar keinen Fall verstanden, dass sie alles runterpegeln müssen. Und ja, am Ende ist das Spiel 5-6 für Magdeburg ausgegangen. Es war trotzdem ein sehr, sehr geiles Erlebnis heute. Ich habe sehr, sehr viele nice Eindrücke bekommen können, die man, glaube ich, im Normalfall nicht so unbedingt bekommt. Und an der Stelle danke ich einfach mal fürs Zuschauen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat und wenn ihr selbst am Start wart,
was euch an dem Tag am besten gefallen hat. Lasst gerne ein kostenloses Abo da und aktiviert die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Bis dahin, haut rein und ciao.